Ich bin Sigi Friedrich, der Komponist der Musik zu Die Nacht der tausend Stunden. Die Frage, was für ein Genre dieser Film überhaupt hat, hat uns sehr lange schon beschäftigt. Und die Frage von allen, ist das jetzt mehr ein Horrorfilm, mehr ein Krimi oder mehr ein Historiendrama? Mein Vater und meine Mutter. Also, wenn du nicht der Hermann bist, wo bist du dann? Meine Antwort war immer, es ist ein bisschen von allem. Das kann man auch ganz gut durchhalten, aber spätestens bei der Musik muss man dann schon sehr klare Entscheidungen treffen, an welcher Stelle der Film jetzt was ist. Was natürlich sofort ins Auge sprang, das ist die unglaubliche Bildgewalt, also die wunderschönen Farben. Und was immer angenehm ist beim Komponieren, weil es eigentlich auch auf musikalischer Ebene quasi eine schöne Besetzung zulässt. Im Film gibt es ja eigentlich eine Hauptperson, Hermann, die man nicht sieht. Man sieht sie nur als Schatten. Und in der Musik gibt es ein Hauptthema, das die Besonderheit hat, dass es nicht vorkommt im Film. Das Hauptthema ist nicht existent. Es sind auch Varianten. Es ist fast das komplette musikalische Material aus diesem Hauptthema abgeleitet. Ah, die alte Uhr geht wieder. Die war jahrzehntelang kaputt. Es gibt im Film eine Standuhr im Gebäude, die dieses ganze surreale Uhrwerk in Kraft setzt. Und Glocken haben ja unharmonische Spektren. Ich habe dieses Spektrum analysiert. Und einerseits das Spektrum, wie es ist, verwendet im Anfangsmotiv. Andererseits habe ich dieses Spektrum gespiegelt. Das heißt, ich habe mir das ausgerechnet. Und dieses gespiegelte, auf den Kopf gestellte Spektrum aus Sinustönen nachgebaut. Und das ergab dann einen fremdartigen, orgelähnlichen Klang, ja, den ich dann quasi so erzeugt habe und dem Hermann zugewiesen habe. Also Renate beispielsweise ist sehr oft nur mit Geigen vertont, wo dann aber 20 Stimmen spielen, und da habe ich zum Beispiel oft mit Unschärfen gearbeitet. Das heißt, dass die gleiche Textur leicht versetzt wiederholt wurde. Wir kennen uns noch nicht, werte Dame. Wer sind Sie? Renate Ulich. Es wurde mir dann irgendwann bewusst, dass die Musik hier eigentlich den Zuschauer auch takten muss, dass er einfach dem hohen Tempo folgen kann. Die Musik des Filmes repräsentiert für mich das, was man im Film inhaltlich und visuell zu sehen bekommt. Es ist eigentlich ein Organismus geworden, ein vielschichtiger, farbenprächtiger Organismus. Und das ist auch das, was mich sehr freut, wenn ich jetzt auf diese Arbeit zurückblicke.